Hi meine Lieben und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich bin eure Claudi von Solart und ich freue mich, dass du heute wieder mit dabei bist. Du möchtest also mit Acrylpuring starten? Dann gehe ich heute mit dir die Checkliste durch, was du wirklich brauchst, was du dir sparen kannst. Ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Video. Okay meine Lieben, ihr könnt sehen, ich habe wahnsinnig viel vorbereitet für euch. Heute soll es darum gehen, wenn ihr mit Acrylpuring starten möchtet, was braucht ihr, was ist notwendig und was könnt ihr euch sparen? Also, ich werde es ein bisschen in Kategorien einteilen, damit es leichter ist für euch. Wir beginnen mit den Basics. Also, als allererstes ist es wichtig, euch einen Arbeitsplatz zu schaffen. Ihr müsst dafür nicht einen extra Raum oder eine Halle oder eine Werkstatt haben. Wichtig ist nur einen Platz für euch, der auch mal schmutzig werden darf, wo ihr euch gut bewegen könnt, wo ihr Platz für eure Materialien habt und wo es nicht so schlimm ist, wenn mal etwas daneben geht. Ich habe hier meine Arbeitsecke, meinen Arbeitstisch. Meiner hat die Größe 1,70 m x 90 cm. Das ist eine gute Größe für mich auch, auf größeren Leinwänden zu arbeiten und damit bin ich vollends zufrieden. Okay, gut meine Lieben, dann komme ich auch schon zu Punkt Nummer 2. Ihr solltet euch eine Malunterlage schaffen. Ich nehme gerne diese Malerfolien, kennt man vom Wendestreichen, gibt es in jedem Baumarkt oder auch in jedem Bastelzubehör. Diese lege ich mir einfach vollständig über meinen Arbeitsbereich oder auch am Boden und somit habt ihr auch schon eure Möbel und euren Fußboden geschützt. Alternativ könnt ihr natürlich auch Kartons nehmen oder Zeitungspapier nehmen. Wichtig ist meiner Meinung nach nur, dass ihr euren Arbeitsplatz ein bisschen schützt. Okay, soweit haben wir unser Grundgerüst geschaffen. Nun geht's an die Farben. Hierfür würde ich euch immer empfehlen, Plastikbecher zu nehmen. Auch hier gilt, diese Becher bekommt ihr in jedem Bastelzubehör. Aber meine Lieben, selbstverständlich verlinke ich euch alle Materialien, die ich im heutigen Video zeige, unten in meiner Infobox. Sobald wir uns dafür entschieden haben, welche Farben auf unserer Leinwand landen sollen, geht es natürlich auch schon an die Acrylfarbe. Wer mich schon ein bisschen länger verfolgt, der weiß, ich benutze fast ausschließlich oder auch unheimlich gerne die Acrylics von Amsterdam. Solltet ihr allerdings ganz am Anfang stehen beim Acrylpuring, würde ich euch empfehlen, nicht so viel Geld für teure Acrylfarben auszugeben. Ihr seid wahrscheinlich an dem Punkt, wo ich noch ein bisschen ausprobieren möchte. Allerdings gibt es natürlich günstige Varianten, meine Lieben. Ich habe diese bei Action gekauft. Ich glaube, die Flasche für unter 2 Euro. Und solltet ihr wirklich am Anfang des Purings stehen, würde ich euch wirklich empfehlen, auf eine günstige Variante zurückzugreifen. Selbstverständlich gibt es qualitativ einen großen Unterschied. Den zeige ich euch gerne in meinem nächsten Video. Dort werde ich live mit euch den Vergleich machen. Allerdings ist es aus meinen Erfahrungen so, dass ihr gerade am Anfang viel Acrylfarbe benötigt, wahrscheinlich viel zu viel abmischt. Das ging uns allen so. Und deswegen würde ich euch empfehlen, wenn ihr startet, erst mit einer günstigen Variante zu starten und erst später auf qualitativ hochwertige Acrylfarbe umzusteigen. Um deinen Acrylfarben die optimale Fließfähigkeit zu geben, brauchen wir allerdings noch ein paar Materialien. Ihr habt mehrere Optionen, meine Lieben, aber als Start würde ich euch immer empfehlen, auf ganz normales Acrylpuring-Medium zurückzugreifen. Ich verwende gerne dieses, auch das verlinke ich euch gerne unten in meiner Infobox. Ebenso benötigt ihr zum Verdünnen eurer Farben einen Messbecher mit ein bisschen Wasser. Ich persönlich benutze kein destilliertes Wasser, da streiten sich ein bisschen die Geister. Ich nehme ganz normales Leitungswasser und es funktioniert tadellos. Also meiner Meinung nach könnt ihr euch auch da den ein oder anderen Euro sparen. Okay, und zu guter Letzt brauchen wir noch ein paar Rührstäbchen. Am liebsten verwende ich die 20 mm Rührstäbchen. Hier habt ihr wirklich ein Rührstäbchen in der Hand und könnt eure Farben ordentlich umrühren. Das Um und Auf, meine Lieben, beim Acrylpuring ist die Konsistenz eurer Farben. Ich habe mir als Ziel gesetzt, den Monat November als Informationsmonat für euch zu nutzen und dementsprechend wird auch ein Mischvideo von mir kommen. In diesem Video zeige ich euch ganz genau, wie ich meine Farben vorbereite, wie ich meine Farben abmische für die verschiedensten Techniken und in diesem Video werden wir auch all diese Materialien verwenden. Wir sind immer noch beim Thema Abmischen, meine Lieben, und zum Puring-Medium gibt es natürlich Alternativen.
Den meisten von euch brauche ich nicht erklären, was das ist. Das ist der heilige Gral im Acrylpuring, und zwar Floetrol. Ich habe hier amerikanisches Floetrol. Australisches Floetrol ist leider bei uns in Österreich nicht so leicht erhältlich. Auch das ist ein Additiv zum Verdünnen eurer Acrylfarben. Allerdings haben wir hier wirklich eine große preisliche Spanne. Ich schwöre auf Floetrol, ich liebe Floetrol und ich arbeite fast ausschließlich in all meinen Videos damit. Allerdings, wenn ihr am Start seid und nicht so viel Geld ausgeben möchtet, weil ihr vielleicht noch gar nicht wisst, wohin eure Puring-Reise gehen soll, rate ich euch immer zuerst zum Puring-Medium. Eins vielleicht noch zum Floetrol. Es gibt auch eine andere Variante des Floetrols. Ich habe hier Overtroll Floetrol. Dieses verhält sich ähnlich wie das amerikanische Floetrol, das ich euch gerade gesagt habe. Wir sind auch preislich ungefähr im gleichen Segment. Allerdings ist dieses wirklich leicht zu bekommen. Das könnt ihr auf Amazon bestellen. Auch hier natürlich der Link unten in meiner Infobox. Okay, du bist jetzt wahrscheinlich an dem Punkt, wo du dich für die richtigen Farben entschieden hast, für das richtige Medium. Du hast deine Becher bereitgestellt, bist bereit, mit den Rührstäbchen zu arbeiten. Dann würde ich dir noch empfehlen, eine Küchenwaage dir zur Hand zu nehmen. Ihr könnt sehen, meine ist schon wirklich ramponiert und bunt. Ich habe einfach eine alte aus meiner Küche genommen, die ich sowieso nicht benutzt habe. Denn, meine Lieben, mit der Waage könnt ihr sicherstellen, dass ihr jede Acrylfarbe im gleichen Mischverhältnis abmischt. Und auch das ist wirklich essentiell für die verschiedensten Puring-Techniken. Deswegen Waage, auf jeden Fall mein Tipp für euch. Okay, meine Lieben, unsere Farben sind vorbereitet und jetzt geht's schon an die Leinwand. Zum Start würde ich euch empfehlen, probiert euch erstmal auf kleineren Leinwänden aus, wenn ihr sicher seid, wie viel Farbe ihr benötigt. Oder auch größere Werke schaffen möchtet, könnt ihr nach und nach immer größer werden mit der Leinwandgröße. Aus Erfahrung kann ich sagen, meine Lieben, beim Puring ist es sehr angenehm, wenn ihr eine Unterlage für eure Leinwand schafft. Ihr könnt euch beispielsweise 4 Pappkartonbecher nehmen und eure Leinwand darauf stützen. Achtet hierbei wirklich darauf, dass eure Leinwand gerade steht. Somit stellt ihr sicher, dass die überflüssige Farbe, die ihr beim Acrylpuring nun einmal habt, rechts und links, vorne und hinten an den Seiten gut ablaufen kann. Alternativ zu Pappbechern könnt ihr auch diese Leinwandfüße benutzen. Die sehen so aus. Ich benutze fast ausschließlich diese Leinwandfüße für meine Videos oder auch privat, wenn ich Bilder male. Diese haben einfach den Vorteil, dass diese Schätze fest an der Leinwand angemacht werden und ich so mehr Flexibilität habe. Ich kann die Leinwand bewegen, das kann ich mit dem Pappbecher nicht. Ich werde euch jetzt ganz schnell zeigen, wie ich meine Füße an meine Leinwand anbringe. Dazu brauchen wir eine Reißzwecke. Wir legen das erste Füßchen in die obere Ecke. Nageln unsere Reißzwecke in die Leinwand. Das mache ich ganz schnell an allen 4 Enden. Im Normalfall reicht es, meine Lieben, wenn ihr eine Reißzwecke pro Ecke benutzt. Und ihr könnt sehen, meine Füße sind angebracht und meine Leinwand steht stabil. Ich kann meine Leinwand bewegen, ich kann meine Leinwand drehen und sie hat immer die gleiche Höhe. Das ist eigentlich der Hauptgrund, warum ich diese so gern benutze. Ich lasse meine Bilder darauf trocknen und sobald mein Bild getrocknet ist, entferne ich die Reißzwecken und kann meine Füße wieder verwenden. Und jetzt kann es endlich losgehen. Ihr habt eure Farben vorbereitet, ihr habt eure Leinwand vorbereitet. Und nun zeige ich euch noch ein paar Utensilien, die euch das Leben beim Auftragen eurer Puring-Farben ein bisschen erleichtern. Und zwar würde ich euch empfehlen, ein Palettenmesser zu nehmen zum Verstreichen eurer Basisfarben.
Die eignen sich wirklich super gut, sind super günstig, auch überall erhältlich. Auch hier, meine Lieben, wer mich schon ein bisschen länger guckt, der weiß, meine Backfähigkeiten, ich habe meins einfach aus der Küche meines Mannes geklaut. Alternativ könnt ihr auch eine Teigkarte benutzen. Auch mit dieser lässt sich eure Basisfarbe wunderbar auftragen. Sobald wir unsere Basis auf der Leinwand haben, ist es ganz wichtig, einmal eure Luftbläschen, die sich in der Farbe bilden, das ist vollkommen normal, entfernt. Dazu empfehle ich euch einen Bunsenbrenner. Ihr könnt sehen, auch hier, meiner ist ganz handelsüblich, er hat keinen Schnickschnack. Auch den habe ich geklaut vom Mann aus der Küche. Dementsprechend sieht er auch schon aus, aber er erfüllt voll und ganz seinen Zweck. Wichtig ist, dass ihr mit dem Brenner einmal über die Leinwand gleitet und somit all eure Luftbläschen verschwinden. Und zu guter Letzt, meine Lieben, wer es nicht so gerne hat, die Acrylfarbe auf seinen Händen zu spüren, dem empfehle ich einmal Plastikhandschuhe. Ihr könnt auch Gummihandschuhe nehmen, ihr könnt auch alternativ Putzhandschuhe benutzen. Allerdings solltet ihr sicherstellen, dass diese nicht zu steif sind, dass ihr wirklich flexibel mit euren Fingern arbeiten könnt. Ich mache es gerne ohne, aber das ist ein bisschen Geschmackssache. Auch diese hier bekommt ihr ganz günstig in jeder Drogerie oder auch auf Amazon. Auch diese habe ich euch unten in der Infobox verlinkt. Okay, meine Lieben, mit den Basismaterialien sind wir soweit durch. Wir haben unsere Checkliste abgearbeitet. Nun möchte ich euch gerne noch ein paar Werkzeuge vorstellen für die verschiedenen Pyrotechniken. Ich weiß, das ist alles schon ein bisschen fortgeschrittener, aber ich hoffe, euch interessiert es trotzdem. Ich habe mich für einfache Materialien entschieden. Wenn euch zum Beispiel die Chain Pull Methode gut gefällt, wer nicht weiß, was das ist, ich verlinke euch gerne ein Video hier oben von mir. Empfehle ich euch ganz handelsübliche Metallketten. Auch diese bekommt ihr ganz, ganz günstig für unter einen Euro beim Bastelzubehör oder auch auf Amazon. Solltet ihr euch für Ring Pure entscheiden, eignen sich diese Silikon-Fächerbecher wirklich super gut. Diese erleichtern euch das Schichten in eurem Becher und ihr bekommt in 0,nix ein super Farbspiel mit nur einem Becher. Auch diese verlinke ich euch gerne unten. Und was meiner Meinung nach in keinem Puring-Haushalt fehlen darf, ja, meine Lieben, ist ein Föhn. Wir alle lieben Dutch-Purs, oder? Also ich glaube, das ist somit unter die beliebteste Acryl-Puring-Technik und dafür brauchen wir einen Föhn. Ihr könnt sehen, meiner war mal rosa. Allerdings finde ich, Kunstwerkzeug darf und muss so aussehen. Dementsprechend, meine Lieben, nehmt einen alten Föhn von euch. Vielleicht habt ihr irgendwo einen Reiseföhn, den ihr nicht mehr benötigt, der auch mal schmutzig werden darf. Alternativ könnt ihr natürlich auch den Haartrockner aus eurem Badezimmer nehmen und den danach sauber machen. Das geht auch, aber wer so viele Bilder pürt wie ich, der braucht auf jeden Fall einen, der dreckig werden darf. Okay, meine Lieben. Die Basismaterialien, die ich euch heute ans Herz gelegt habe, könnt ihr wirklich für unglaublich viele Puring-Techniken verwenden. Ihr könnt beispielsweise Flip Cup, Half Cup, Ring Pour, Dutch Pour, Kiss Cup oder ähnliche Methoden damit ausführen und ich denke, damit seid ihr auch gut bedient für euren Start. Meine Lieben, ich hoffe, ihr konntet einiges mitnehmen. Wenn ihr natürlich noch Fragen habt, jederzeit stellt sie mir in die Kommentare, ich helfe euch immer gerne weiter. Über einen Daumen nach oben würde ich mich natürlich sehr freuen und vergiss auf gar keinen Fall meinen Kanal zu abonnieren, damit du keine Videos mehr von mir verpasst. Für heute verabschiede ich mich, meine Lieben. Es war mir eine Freude. Bis dahin, meine Lieben. Macht's gut.